Gräfin Eloise von Oranje genießt das Großstadtleben. Die 21-Jährige ist vor gut einer Woche in New York in den USA angekommen. Vor Ort absolviert sie ein Praktikum. Normalerweise studiert sie an der Hotelfachschule in Amsterdam. Auf TikTok lässt uns die älteste Tochter von Konstantin der Niederlande und Laurentin Brinkhorst an ihren ersten Tagen in der Stadt teilhaben. Dabei erzählt sie, dass ihre Mama Laurentin ihr ein Geschenk gemacht hat. Einen Umschlag mit Aktivitäten, falls sie mal nicht weiß, was sie an einem Tag machen soll. Und genau diesen Tipp setzt Eloise in die Tat um. Der Auftrag ihrer Mutter lautet, besuche den größten Buchladen. Und so macht sich Eloise auf den Weg zum Strand Bookstore in Brooklyn. Die junge Gräfin ist beeindruckt. Doch es gibt ein Problem. Mein größter Fehler war, an einem Samstag hierher zu kommen. Da ist so viel los. Ich glaube, ich komme trotzdem wieder, weil es so cool ist. Nur jetzt noch nicht, sagt sie. Trotzdem hat Eloise ein paar Bücher gekauft und freut sich schon auf die nächsten Tipps ihrer Mutter.